Hey, Buddy. Wie kommst du, dass du hier noch deinen Koffer packen musst? Weil ich hier eine Jacke vergessen habe. Ist doch kalt. In England ist doch immer Scheißwetter. Ah, wo gibt's hin? Wir fliegen heute, wohin, Tommy? Nach Manchester. Gucken uns erstmal Manchester City gegen Fulham. Genau. Und dann gehen wir auf den Boxkampf. Chris Eubank gegen Smith, ich weiß nicht, wie der Vorname ist. Der Rückkampf. Erster Kampf ist Chris Eubank K.O. gegangen. Den gucken wir uns heute mal an. Aber wir nehmen euch auf die Reise mit. Das ist ein Cargo City Süd, das sieht mir nicht nach einem Linienflug aus. Wir fliegen doch mit Ding im Cargo mit. Was erwartest du dir vom Tag heute? Wird lustig. Wir haben alles dabei. Fußball, Boxen, Tommy. Tommy, was sagst du zum Gefährt heute? Klein, fein, schnell. Kohle muss trinken. Außerdem haben wir schon nach 12. Wieso hat der Christian so wenig Brot da auf dem Teller? Mehr geborgt. Was ist der Eindruck vom Essen, hier, Christian? Für so einen Privatjetflug ist nichts. Also wir sind ja schon ein paar Mal geflogen. Da gibt es mal richtig brutales Essen. Ah, if you want some potatoes? No. Hier, da hat der Christian mit 77. Auch der Friseur war brutal in Polen. Das sind die schlechtesten Friseure, die ich mein Leben gesehen habe. So, was ist der Fahrt zum Flug? 1 bis 10. Flug war eine 9. Essen war eine 2. Aber ist doch immer schön, wenn man in so einer Begleitung ist. Es war eine 15. Von daher kann man das verkraften. Geschafft, hä? Gelandet. Jawohl. Tommy, was sagst du im Flug? Angenehm. Tommy, wird's halt noch was mit der Musik? Das ist die letzte Karte. Olli, lass mich mal bitte im Fliegen. Ich habe hier panische Angst. Ich sitze links. Normalerweise ist mein Lenkrad hier. Ich fühle mich disco. Ich bin so heiß. Jedes Mal dieselbe Scheiße. Das ist schon wieder dein Ding, du hast nur eine Jogginghose mit dabei. Ja, wenn du mir nicht Bescheid sagst, Chef. Gut, soll ich dir noch Ding, Butterbrot schmieren oder was? Woher soll ich wissen, dass ich das Stadion nicht mit Jogginghose da? Junge, das ist England, Alter. Tommy, was steht auf dem Ding drauf? Du hast auch einen Tracksuit an. Ich? Ja. Ich habe einen Anzug an. So kommst du nicht rein, ich komme so rein. Ich habe einen Anzug an. Dein Bruder trägt Anzug, Bruder. Das ist ja schnell Roomtour. Ja. Eingang, Bad, Zimmer, Ende. Jetzt sind wir hier angekommen im Hotel. Erstmal die Stärkung, darf nicht fehlen. Perfekt zum Mitnehmen. Schmeckt geil. Mit dem Code CHAMP. Genau, ihr habt es richtig gehört. Code CHAMP gibt es 20% auf alle Proteine und 20% auf Performance. Auf geht's. Code CHAMP. Das ist ja deine Prognose zum Spiel heute. Ich freue mich auf ein geiles Fußballspiel. War einmal Liverpool Stadion, da war die Stimmung okay, sag ich mal. Ich bin mal jetzt hier gespannt, aber ich glaube an Frankfurt, ja, Frankfurt kommt eh keiner dran. Hier. Bist du zum ersten Mal in England auf Fußballspiel? Premiere, ja. Bist du großer Fußballfan oder hält sich in Grenzen? Hält sich in Grenzen, aber ich mag das schon, ja. Disney hat mich da ein bisschen mit reingebracht. Lieblingsverein? Eintracht Frankfurt, was ist denn das genau überhaupt eine Frage, so. Mann? Mit Abstand langweiligstes Stadion, was ich bis jetzt erlebt habe, und ich war in vielen Stadien auf der Welt. Das ist zum Einschlafen, siehst du, ich bin komplett müde. Fußball ist okay, aber in der Halbzeit kriegst du nicht mal was zu essen. Weißt du, ein Bier hat genauso viel Kalorien wie ein Schnitzel. 800 Euro pro Karte? Ich habe nichts bezahlt, aber normalerweise zahlt man für so eine Karte 800 Euro pro Ticket. Geistkrank, Alter. Kriegst in der Halbzeit nicht mal eine Wurst zu essen. Ich hätte wirklich hier mehr erwartet, aber richtiger Schrott. Ich sag dir ehrlich, richtiger Schrott. Nie wieder gehe ich nach England Fußball schauen. Guck mal, wir können uns ganz normal im Zimmerlautstärke unterhalten, während hier das Spiel voll im Gang ist. Du weißt ja, was man mit dem Franco nehmen, aber der DFB-Pokal waren wir. Ich gehe einschlafen, das ist wirklich. Auch wenn die ein Tor machen und so, ne? Das klar ist dann kurz. Ja, aber was ist das? Wir klatschen wie es. Ich bin
Deutschland 4-1 immer abgehauen, 70. Minute. Normalerweise gehe ich nie früher vom Spiel nach Hause. Aber ich sag dir ehrlich, das war heute richtige Reinfall. Wirklich. War okay. Ist zwar nicht wie bei uns, aber war okay. Wie soll ich sagen? Das Einzige, was ich bemängeln kann, ist Essen. Ne? Du hast ja noch ein Dessert rausgefischt. War sehr lecker. Aber Essen war ja katastrophal, muss man einfach so sagen. Genau jetzt auf Pause, abonniert den Kanal, damit ihr ja nichts verpasst, so wie der da. Und viel Spaß beim Weiterschauen. Mega Boxkampf. Was willst du jetzt essen? Was hast du Bock? Wenn Grill ist, gibt's Steak, oder? Wann geht die Diät los? Ab Montag geht die Diät los. Also was heißt langsam, langsam. Step by step, wir haben genug Zeit. Fühlst du dich mental ready auf ja. die Vorbereitung? Okay, überhaupt kein Problem. So oft schon durchgemacht. Gibt's schon Neuigkeiten zum Gegner? Leider noch nicht, nein. Lässt auf sich warten. Sagen wir es mal so. Also sagen wir, dir schwebt schon einer vor, ja? Mehrere, ja. Eigentlich scheißegal, wer da kommt. Deswegen. Christian, guten Abo. Guten Abo, letztes Essen heute. Was ist jetzt der Plan, Tommy? Der Plan ist so, mein lieber Herr Gesangsfreund. Wir sitzen jetzt hier noch eine halbe Stunde. Nein, wir gehen jetzt runter, weil unten ist Remy Demi. Wir gehen runter, trinken einen Tequila. Trinken einen? Ich trinke nichts, okay, aber du kannst... Brauchen wir nicht runter. Ja, dann bleibst du halt hier. Ja, was ist denn da dabei? Christian. Was ist das schlimm? Nein, du hast ein kleines Bäuchlein bekommen. Ist ja, nicht schlimm, aber du musst jetzt langsam ab Montag anfangen. Ja, jetzt gefällst du mir wieder. Frisch gemacht, ready to go, oder? Ready to go, ja. Ich muss mich jetzt von dir verabschieden, damit ich da in die Arena mit der Kamera genau, reinkomme. Du gehst fest mit dem Team, siehst du mal, wo ich dich hinbringe, ja? Fest mit dem ganzen Team. Naja, wir sehen uns dort. Hat ja alle Runden gewonnen. Declaring your winner by TKO, Chris Eubank Jr. Saugeiler Kampf, wirklich stark. Ein gelungener Tag, mäßiges Fußballspiel, geiler Boxabend, hat doch alles wieder rausgehauen. So geil. So, das war's von Manchester. War ein geiler Tag mit geilen Leuten und wir sehen uns beim nächsten Video. Auf geht's!